Guten Tag, grüß Gott, grüezi, здравствуйте. Heute haben wir die Rubrik Q&A auf diesem YouTube-Kanal, wie immer am Dienstag, wo ich die Fragen von meinen deutschen und russischen Abonnenten beantworte. Nachdem meine Abonnenten meistens männlich sind, kommen auch viele Fragen von Männern und für Männer. Ab und zu gibt es auch Frauenfragen dabei und das freut mich sehr, dass Frauen meinen Content auch interessant und unterstützend finden. Für den, der mich noch nicht kennt, bin ich Lina Rossmeier, ein zertifizierter Transformationscoach und ein Liebescoach für Männer und für Frauen. Durch meine Coach-Sitzungen kann ich dich in allen Aspekten deines Lebens unterstützen. Persönlich zu wachsen, deine Traumfrau oder deinen Traummann zu finden. Ich kann für dich dabei sein, wenn es um deinen beruflichen Erfolg geht, wenn es um deine Finanzen geht, dass sie stärker werden, dass sie wachsen. Und du hast jetzt einmalige Chance, deine kostenlose erste Online-Coach-Sitzung bei mir zu buchen, indem du auf den Link unter diesem Video klickst und er führt dich zu meiner Website. Dort füllst du das Kontaktformular aus, schickst es ab und wir werden uns bald sehen. Online natürlich. Die erste Frage kommt von meinem Abonnenten aus meinem deutschen YouTube-Kanal, von Thomas. Thomas fragt: Wo liegen Ihrer Meinung nach dann Grenzen innerhalb einer monogamen Beziehung? Es ist schon wichtig, dass eine gewisse Unabhängigkeit herrscht, wie auch dieses Video verdeutlicht. Nun kann ich mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die so was auch ausnutzen und dann tatsächlich fremdgehen. Ich brauche eine Brille. Wie ich es richtig verstehe, lieber Thomas, geht es hier um Fremdgehen in einer Liebesbeziehung. Wie sollte man hier Grenzen setzen? Und es wäre besser, diese Grenzen von Beginn an zu besprechen und sie zu setzen. Denn in jeder Liebesbeziehung sind sie woanders, diese Grenzen. Damit es nicht passiert, dass du nach 2 Jahren Ehe drauf kommst, dass wenn du mit einer anderen Frau sprichst, dass dieses Gespräch für deine Partnerin bedeutet, er geht mir fremd. Oder du kommst vielleicht drauf, meine Partnerin betrügt mich und sie findet das okay und sie hätte nichts dagegen, wenn ich auch hier fremd gehe, aber das will ich nicht, das bedeutet, am Beginn jeder Liebesbeziehung wäre es gut, das zu besprechen. Der, was für einen Fremdgehen bedeutet, ist für den anderen überhaupt kein Fremdgehen, kein Betrug. Es ist alles relativ und wir nehmen diesen Begriff Fremdgehen oder Betrügen subjektiv. Stimmt das? Wir verstehen das anders. Zu diesem Thema habe ich einige Videos auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde es dir empfehlen, lieber Thomas, sie dir anzuschauen. Zum Beispiel, so geht eine glückliche Beziehung. Das Video. Ich werde auch das Video verlinken unten in der Beschreibung. Und dort erkläre ich, wie wäre es gut, in eine Liebesbeziehung zu gehen, eine Liebesbeziehung zu beginnen. Erstens sollte man sich mit sich selber im Reinen sein, mit sich selber sich gut zu verstehen. Und es wäre auch super, wenn du bereit bist, die Verantwortung zu übernehmen, zu verstehen, dass diese Partnerschaft kein Paradies auf der Erde ist, sondern das bedeutet, eine Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet automatisch, dass deine Pflichten größer werden. Also so geht die glückliche Beziehung. Dann gibt es noch ein Video, ist sie die richtige für mich? Und irgendwie hat dieses Video zu wenig Klicks, finde ich. Wahrscheinlich habe ich wieder das Thema falsch formuliert.
Und hier erkläre ich, wie du deine Partnerin auswählen solltest. Denn viele Männer sehen eine schöne Frau mit einem großen Busen, mit Hintern, mit schöner Figur, die wirklich super schön ist und denken automatisch, dass sie eine perfekte Ehefrau sein kann. Das ist aber oft nicht der Fall. Und das sind zwei verschiedene Jobs. Oder sie nehmen als Partnerin eine schöne Frau, die jeden Tag in ein Fitnessstudio geht oder jeden Tag zur Maniküre geht und dann wundern sie sich, dass es zu Hause schmutzig aussieht, dass sie nicht zusammenräumt, dass sie überhaupt nichts kann, dass sie im Bett wie ein Stück Holz ist. Ja, das sind auch zwei verschiedene Jobs und das erkläre ich auch in diesem Video. Ist sie die richtige für dich? Dann gibt es noch ein Video dazu, mit Frauen richtig kommunizieren. Und hier spreche ich über diese Kommunikation in der Beziehung und vor allem am Beginn der Beziehung. Ich bin eigentlich auch für einen Ehevertrag. Ich bin dafür, denn dieser Vertrag ist keine Sicherheit natürlich, aber trotzdem wäre es gut, dass man dort auch folgende Punkte auflistet, wie zum Beispiel, was darf man tun, was darf die Frau tun, was darf sie nicht, es gefällt ihr das nicht, es gefällt ihr dies nicht und es wäre gut, diese Punkte auch zu besprechen oder einen Vertrag zusammen auch ohne Notar, ohne Rechtsanwalt zu entwerfen. Die nächste Frage, ich denke, ich habe die Frage beantwortet, die kommt aus meinem russischen YouTube-Kanal von Wladimir. Und die Frage steht unter dem Video, dort kannst du eine deutsche Frau kennenlernen, denn viele russische Männer interessieren sich in der letzten Zeit für deutsche Frauen. Wladimir schreibt, ja, wie soll ich aber beginnen? Ich hatte eine Beziehung mit einer deutschen Frau in Italien und mir gefällt die deutsche Mentalität und wie sie sich benimmt. Und mir gefällt auch, dass diese Frauen sehr ordnungsliebend sind. Sie lieben Ordnung im Leben und im Alltag. Ich erinnere mich oft an diese deutsche Frau. Danach bin ich zurück nach Krim gefahren, weil mein Vater gestorben ist und bin seit 10 Jahren schon auf Krim. Ich möchte wieder eine deutsche Frau kennenlernen, aber es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Deutsche Männer wollen Russinnen kennenlernen und russische Männer wollen deutsche Frauen kennenlernen. Irgendwie tauscht dann Frauen zwischeneinander. Ja, es ist, weil es was Außergewöhnliches ist. Stimmt das für einen Russen, eine deutsche Frau? Sie sind schon anders. Ja, ich liebe deutsche Frauen, österreichische, Schweizerinnen. Sie sind anders, sie sind strenger als Russinnen, sie sind emanzipierter, aber vielen russischen Männern gefällt es komischerweise. Wie sollte man sie kennenlernen? Ja, ich würde empfehlen, Wladimir, Deutsch zu lernen. Lerne Deutsch, deutsche Sprache, und dann kannst du dich auf einer Online-Dating-Plattform in deutscher Sprache registrieren und dort eine Frau kennenlernen, denn Kommunikation in deutscher Sprache ist sehr wichtig. Und bereit sein dafür, dass sie wahrscheinlich sicher nicht nach Russland kommt, sondern vielleicht wäre es gut, dass du nach Deutschland gehst. Oder du fährst einfach nach Deutschland als Tourist und dort lernst du Frauen kennen. Auf jeden Fall Deutsch lernen, das ist sehr wichtig. Und danach geht die Kommunikation. So, die Frage habe ich beantwortet. Eure Fragen kannst du
in den Kommentaren zu jedem meinen Video platzieren. Du kannst mich überall unter jedem Video etwas fragen. Ich lese alle Kommentare, ich lese alle Fragen, obwohl ich nicht alle natürlich beantworten kann. Es kommen sehr viele. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir dein Abo da, dein Like da und leite dieses Video an deine Freunde weiter. Ich wünsche dir alles Liebe, bleib gesund.